Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Evil Within 2 mit Paxis. Nachdem wir den ja wahrscheinlich bis jetzt nervigsten Bosskampf hier hinter uns gebracht haben, schauen wir mal an, was er uns zu sagen hat. Danke, Sebastian. Endlich befreit von seiner Stimme. Von meinen Ängsten. Ich hatte solche Angst. Er muss aufgehalten werden. Das kann ich nur, wenn ich ihn finde, O'Neill. Er hat die Ebene gewechselt. Ist nicht hier. Nirgendwo. Die Maschine im nächsten Raum. Sie muss zerstört werden. Was für eine Maschine? Ich sollte sie bauen, um ihn zu verstecken. Sie muss zerstört werden. Um ihn zerstören zu können. Was ist passiert? Wie ist O'Neill zu diesem Ding geworden? Keine Ahnung. Ich war in meinem Unterschlupf, seit sie weg waren. Als Liam mich bat, ihn zu treffen, war ich so erleichtert, seine Stimme zu hören. Aber das war nicht Liam. Er war dieses Ding. Ich wollte zu ihm durchdringen, aber sie haben ihn ja gehört. Theodore Wallace hat etwas mit ihm gemacht. Armer Kerl. Ich wollte ihn nicht töten. Sie hatten keine Wahl. Theodore hätte ihn nicht gehen lassen. Und jetzt? Schauen wir uns die Maschine an, die O'Neill erwähnt hat. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite des Raums, in dem sie uns gefunden haben. Ja, das hat ja auch gerade der O'Neill gesagt, als er am Sterben war. Ich finde es auch cool, wie sie in kompletter Säugenruhe... Wie sie in kompletter Säugenruhe hier drinnen reden, obwohl alles voller Rauch ist und eigentlich das Atmen eklig sein müsste. Beschädigter Flammenwerfer. Die Brennstofftanks dieses Flammenwerfers sind irreparabel beschädigt. Wenn du ihn benutzen willst, musst du Ersatzteile finden. Da die Waffe aus speziellen Teilen zu bestehen scheint, musst du eine ähnliche finden, aus der du die Tanks ausbauen kannst. Allerdings hast du das Gefühl, dass nicht einfach eine so herumliegen wird. Ja, wieder so eine Sonderwaffe, wo man erst wieder irgendwas machen muss, damit man die benutzen kann. Egal. Flammenwerfer. Könnte ich gebrauchen, aber er ist kaputt. Mit den richtigen Teilen allerdings. Ich würde mich schon über normale Munition freuen. Ich guck nochmal auf die andere Stelle, wo die Munition immer gespawnt sind. Vielleicht liegt da nochmal so eine Dreier-Einheit Pistolenmunition rum. Ja, sehr gut. Weil das ist unsere einzige Munition. Wir haben sonst nichts mehr. Wir haben jetzt 4 Pistolenschüsse, aber ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier irgendwo neue Sachen finden werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die uns jetzt wieder komplett ohne rumlaufen lassen. Resonanzpunkt wurde protokolliert. Ah, und hier ist auch ein Spiegel. Und sein Altar. Sein Markenzeichen. Theodore hat seine Finger hier überall im Spiel. Fast so etwas wie eine Art Kommunikation mit ihm. Ganz schön viel seltsamer Kram hier. Anscheinend hat er was gebaut. Vielleicht diese Maschine, von der er geredet hat. Nein. Ich wäre niemals ungehorsam. Ja, Meister. Natürlich. Die Maschine läuft wie geplant. Niemals ungehorsam.
Natürlich werde ich. Was immer Sie wünschen. Yukiko, hörst du mich? Ich bin im Fabrikationsraum. Zugangsberechtigungen sind wertlos, wenn alle tot sind. Also, komm einfach zu mir. Ich muss dir was zeigen. Es ist wichtig. Tut mir leid, Yukiko. Aber er verlangt es. Ich freue mich aber ehrlich gesagt, dass die noch lebt und nicht gestorben ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe wirklich gedacht, dass sie tot sein wird. Verwandelt oder im Sterben, wie auch immer. Schauen wir uns mal das neue Dia an. Meets, meets. Kidman, bitte komm. Ich bin hier, Sebastian. Was ist? Hattest du schon mal das Gefühl, nicht zu wissen, was noch real ist? Öfter als du denkst. Aber sicher nicht so oft wie du. Als ich das erste Mal im Stam war, wusste ich nichts davon. Und danach war ich mir nie ganz sicher, ob ich wirklich draußen war. Und als ich erklären wollte, was dort passiert war. Erklärten dich die Leute für verrückt. Natürlich. Wenn mir jemand so eine Geschichte erzählt, würde ich ihn einweisen lassen. Ja, selbst ich als Mobius-Agentin brauchte Zeit, um alles zu verarbeiten. Es war wie in einem andauernden Déjà-vu. Manchmal bin ich noch immer etwas verwirrt. Und darum bist du diesmal draußen geblieben? Ich will nicht wieder in den Stam, wenn es nicht unbedingt sein muss. Du kannst dich glücklich schätzen. Union ist wie ein Déjà-vu in einem Traum über ein Déjà-vu. Ich hoffe, ich komme hier raus, ohne verrückt zu werden. Und ich hoffe einfach nur, dass du rauskommst. Punkt. Ich glaube, wer einmal drin war, kommt nicht ohne Schäden wieder raus. Der Stam zeichnet dich auf eine Art, die noch keiner versteht. Ich bin jetzt schon das zweite Mal drin, also bin ich dann wahrscheinlich der Oberverrückte. Aber gut, ich bin sowieso der Oberverrückte. Ach, Moment. Die lässt immer was liegen, wenn wir das angucken. Boah, wir haben echt nicht viel Schießpulver. Wir brauchen Munition. Das ist echt nicht nervig. Ne, wir gucken erstmal wegen den Verbesserungen. Was? Wir haben die Feuerkraft der Pistole noch. Hä? Ich habe gedacht, wir hätten die Feuerkraft der Pistole schon lange aufs Maximum gesteigert gehabt. Also, wir verbessern natürlich die Feuerkraft der Schrotflinte, weil die wichtiger ist. Aber ich wundere mich trotzdem. Wir können 2 Schuss herstellen. 2 Schuss. Herzlichen Glückwunsch. Und dann noch einmal. Ne, Moment mal. Kostet ein Schuss wirklich 6 Mal? Krass. Ja, und einmal Pistole noch. Unfassbar. Unfassbar. Rauchbolzen braucht auch Schießpulver. Deswegen machen wir wie immer nur Harpunbolzen. Da haben wir natürlich nur 2 solche Rohre. Oh. Spritze können wir 2 herstellen, ist okay. Ich glaube, wir haben auch keine neuen Schlüssel, oder? Gucken, ob die Dame was Neues zu sagen hat. Wir sollten uns so nicht mehr treffen, Detective. Wie soll ich diese Nägel je fertig kriegen, wenn sie... Sie hat nichts Neues zu sagen, schade. Ja, das ist voll. Aber das ist nicht voll. Das waren direkt 2 Spritzen, nice. Tja, was machen wir denn jetzt? Zähigkeit 4, steigert das Maximum der Lebensanzeige, kostet 12.000, könnten wir uns leisten. Ich glaube, das machen wir auch, ist glaube ich das Sinnvollste momentan. Gucken nochmal ganz schnell in die anderen Sachen rein. Steigert die Maximum der Ausdaueranzeige. Oh, ich glaube, das ist sogar ein Tick wichtiger. Also weiter rennen
wäre mir jetzt in dem Kampf teilweise wichtiger gewesen als eine höhere Energieanzeige, weil die höhere Energieanzeige, die müssen wir, wenn wir Energie verlieren, müssen wir die ja auch wieder auffüllen. Also wenn wir keine Spritzen mehr haben, ist scheißegal, wie hoch die Energieanzeige ist, wenn wir fast tot sind. Dann brauchen wir ja die Spritzen. Vielleicht nehme ich dann doch lieber die Ausdauer? Wobei, wir haben ja auch was, wir haben ja auch etwas, das uns komplett heilt. Da ist es natürlich relevant, wenn wir eine höhere Anzeige haben. Och, das ist schwierig jetzt. Pff. 75.000 kostet synaptischer Fokus, unfassbar. Ja, was machen wir denn jetzt? Ach, ich pumpe jetzt die Gesundheit auf Maximum. Irgendwie gefällt mir der Gedanke, dass ich irgendwas auf Maximum habe. Also scheiß drauf. So. Dann war es das auch schon wieder. Tja. So wirklich viel konnten wir jetzt nicht mitnehmen. Moment. Nochmal kurz um die Ecke gucken, nicht, dass da was rumliegt. Speichern nicht vergessen, geht ja nur hier. Und zurück in die falsche Realität. Das Mark, Geheimlabore. Was passiert eigentlich mit mir, wenn ich in dem Spiegel drin bin? Merkt die das? Bekommt die Frau das mit? Bin ich dann einfach weg oder stehe ich nur hier und mache gar nichts? Oder vergeht einfach keine Zeit, während ich da drin bin im Spiegel? Das heißt, die merkt gar nicht, dass ich weg bin. Fragen über Fragen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir die Maschine einfach kaputt machen können. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Aber wir hatten ja auch gerade einen Bossfight, also direkt nochmal einen Bossfight. Kennen wir also Theodore Wallace? Natürlich. Er ist der Einstellungsleiter. Aber was macht er im Stan? Und warum tut er das? Da gibt es so einiges, von dem Sie nichts wissen. Theodore will Lily für sich. Sie haben gesehen, was er O'Neill angetan hat. Das tut er hier drin jedem an, wenn er muss. Er reißt hier alles auseinander, um Lily zu bekommen. Das kann ich nicht zulassen. Ah, sie rennt auch, wenn wir rennen. Sehr gut. In Operation. Wir dürfen, glaube ich, nicht rein. Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sieht stark nach einem Stabilisierungsemitter aus. Was es auch ist. O'Neill sagte, wir sollen es zerstören, also tue ich es. Und ich weiß auch schon, wie. Ich bin's. Sebastian, ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Hast du deinen Kuchenteig schon scharf gemacht? Ja, ich brauche nur eine Gelegenheit, ihn einzusetzen. Gut, ich schicke dir meine Koordinaten. Bring die dicken Knarren. Wir gehen auf die Jagd. Verstanden, bin schon unterwegs. Bis bald. Die dicken Knarren. Ich muss kurz pausieren. Wie ist denn die jetzt plötzlich hierher gekommen? Kann die sich teleportieren oder ist die den gleichen Weg gegangen wie wir? Wenn die den gleichen Weg gegangen ist wie wir, dann war dann noch der ein oder andere Zombie, der auf sie gewartet hat. Ein Raum, in dem es total gebrannt hat und alles voller Rauch ist. Also, naja. Ich bin hier fast fertig. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Sprich mit Esmeralda, wenn du bereit bist, die Sprengladung scharf zu machen. Wovon hängt denn das ab? Also, wie soll ich es nicht einfach machen? Gut, wir sammeln hier erstmal alles ein, klar. Ah, hallo. Lag ja nicht sehr viel rum, okay. Dann mach mal scharf, komm. Kann ich mit ihr auch nochmal reden? Ja. Ein paar Dinge müssen Sie mir erklären, Hoffmann. Oh, was ist denn hier los? Sie wirken nicht überrascht, Esmeralda hier zu sehen. Warum auch? Sie ist ein vertrautes Gesicht im Stan. Bei Mobius kennt jeder jeden. Was? Eigentlich kenne ich jeden. Ich bin seit Jahren für Neueinstellungen zuständig. Wie eine große, verrückte Familie.
Esmeralda ist die beste Frau für gefährliche Situationen. Eine gute Soldatin. Da haben Sie verdammt nochmal recht. Geil, wie sie über Esmeralda reden, als wenn sie nicht mit im Raum wäre, ne? Sie kennen Myra also auch? Ja. Wir haben eng zusammengearbeitet. Wie konnte sie das tun? Wie konnte sie daneben stehen, als sie Experimente an Lily durchgeführt haben? Wie konnte sie Lily sagen, ich wäre tot? Myras Mutterinstinkt ist sehr stark. Sie ging zu Mobius, um Lily näher zu sein. Und Experiment ist etwas übertrieben. Lily wurde gut behandelt und hatte täglich Kontakt mit ihrer Mutter. Und Lily zu sagen, dass sie tot wären, nun, ich glaube, Myra wollte Lily dadurch beschützen. Tja, ich glaube, Myras Mutterinstinkt ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Hoffentlich können Sie das als Familie klären, wenn alles vorbei ist. Ich war in Theodors Realität. Wenn sie seine Psyche widerspiegelt, hat er auf jeden Fall ernsthafte Probleme. Das würde erklären, warum er so stark ist. Und doch versteckt er sich. Die Manipulation aus den Schatten ist wohl einfacher. Nun, ich werde ihn da auf jeden Fall rauszerren. Wenn das, was Liam gesagt hat, stimmt. Nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Sie sollten nicht hier drin sein, wenn das Ding hochgeht. Das will ich auch gar nicht. Liam hat im anderen Raum an ein paar interessanten Dingen gearbeitet. Ich sehe mal nach, ob irgendwas davon nützlich sein könnte. Okay. Aber gehen Sie dann in Ihren Unterschlupf zurück. Keine Ahnung, was hier passieren wird, wenn wir das Ding abschalten. Alles klar. Der Unterschlupf ist da auch total weit weg. Da muss ich doch auch wieder durch diesen brennenden Raum an den Zombies vorbei, die noch nicht umgebracht wurden. So, haben wir hier die Möglichkeit für einen Cliffhanger? Nee. Sag mal, Torres. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir dieses Ding hochjagen. Ich auch nicht. Aber wenigstens sitzen wir nicht rum. Wir werden Theodore nicht dazu bringen können, Lily in Ruhe zu lassen. Er scheint mir nicht der Typ Mensch zu sein, den man dazu überreden kann, das Richtige zu tun. Du gibst mir also den Befehl, sofort zu schießen? Du solltest nur auf alles vorbereitet sein. Schwer zu sagen, was hier gleich geschehen wird. Du kanntest Hoffman also vorher schon? Jeder kennt Hoffman. Man kommt nicht zu Mobius, ohne vorher durch ihr Büro zu gehen. Kann man ihr trauen? Früher hätte ich nein gesagt, aber... Wenn einen die Bosse sitzen lassen, kann man seine Position schon mal überdenken. Sie steckt hier genauso fest wie wir. Du bist dir also nicht sicher? Ach, sie ist schon okay. Nur ein bisschen kalt. Ich habe Probleme, Leuten zu vertrauen, die mich ansehen, als wäre ich irgendwas in einer Petrischale. Auch geil. Hoffman steht hinter uns. Da sieht man gerade ihr Gesicht. Die guckt uns dabei zu, wie wir über sie reden. Sie guckt uns dabei zu, wie Esmeralda ja mehr oder weniger negativ, ne, über sie redet. So von wegen, ich weiß nicht, ob man ihr trauen kann. Das hätte man vielleicht auch anders programmieren können. Sehr geil auf jeden Fall. Nichts für ungut. Aber wie kommt jemand, der so klug und eigensinnig ist, in eine Organisation wie Mobius? Ich war Sprengstoffexpertin bei der Army. Sie haben mich für verdeckte Operationen an Mobius ausgeliehen. Als mein Dienst beendet war, meldeten sie sich. Und du hast einfach so mitgemacht? Sie haben sich ziemlich gut verkauft. Sie sagen einem nicht alles, wenn man beitritt. Ich hatte einige Aufgaben, auf die ich nicht stolz bin. Sie erwarten blinden Gehorsam und wenn man sich widersetzt, als Myra mir die Chance bot, rauszukommen, musste ich sie einfach ergreifen. Trotz der Dinge, die ich tun musste, habe ich noch einen Funken Moral in mir. Du kanntest Hoffmann. Oh. Kann man. Früher, sie verdrückt. Genauso. Ach, sie ist schon okay. Ich habe. Reicht das, um die Maschine hochzujagen? Das reicht für 10. Bereit, wenn du es bist. Es kann losgehen. Ich schaue mir die Ausrüstung im anderen Raum an. Viel Glück. Okay, los geht's. Operation Arschtritt beginnt in 3, 2, 1. Alles okay, Torres? Torres? Wo bist du? Sebastian Castellanos. Sie weigern sich, in die Dunkelheit zu treten. Also versuchen Sie, mich ans Licht zu bringen. Ihre eigenen Entscheidungen waren schon immer Ihr Verderben. Kommen Sie. Ich warte.
ihre geliebte Tochter finden. Gehen Sie. Wird es das sein, was Sie sich erträumt haben? Lily, du bist hier. Oh, oh, das ist aber ein sehr guter Zeitpunkt für einen Cliffhanger, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. In diesem Sinne, ich überlege gerade, kann ich jetzt noch eine Aufnahme machen? Oder nicht? Ich denke, ich werde noch eine Aufnahme machen. In diesem Sinne, Daumen da lassen, Daumen nach oben, damit man euch loben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, kein Video mehr verpassen. Bis hoffentlich morgen. Euer Paxis. Tschüss.